So, also das gibt Hähnchenfilets, gegrillt. Das ist gegrillt, ja. Mein Hemd ist auch gegrillt. In einer scharfen Honig-Sesamsoße. Also ein bisschen exotisch. Und ich habe mir gedacht, Sie machen ja einen Waldorfsalat. Richtig, ja. Ich glaube, dass das sehr gut zusammenpassen wird nachher. Das war so ein bisschen die Idee. Man sollte bei diesem Gericht, das schreibe ich beim Rezept dazu, nur ein weißes Hemd anziehen. Oder eine Schürze. Oder eine Schürze. Ich koche nie mit Schürze, komischerweise. Na, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Auch nie. Hab ich noch nie gemacht. So, jetzt mache ich hier diese... Muss man das mal ein bisschen abklopfen. Das ist ein lustiges Gericht. So, also, da kommt rein. Und Orangensaft, 4 Esslöffel. Frisch gepresst, natürlich. Mhm. Dann Honig, 2 Esslöffel. So. Kommen Sie denn überhaupt zum Kochen? Sie sind doch sicher das ganze Jahr in der ganzen Welt unterwegs. Bin ich schon. Also ich bin ungefähr 9 Monate im Jahr unterwegs. Ja, und Sie singen überall, also Amerika. Ja, ja, ich war gerade 3 Monate in Amerika. Aber ich versuche dann, wenn ich irgendwo bin, dass ich nicht immer im Hotel wohne, sondern in Wohnungen. Ah, und dann können Sie sich auch schon mal was kochen. Ja, klar, ja, deswegen wohne ich auch da, weil also man wird so müde vom Essen gehen. Und das ist jetzt 2 Esslöffel helles Sesamöl. Das ist von den ungerösteten Sesam. Es gibt auch das Dunkle vom gerösteten Sesam. Das ist sehr penetrant. Ja. Das Helle ist angenehmer. Ich habe es einmal mit dem Dunklen gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet. Es war nicht so gut. Und dann, was haben wir denn noch? Samba Olek. Ja, das ist das. Aha, das kenne ich gar nicht. Da kommt nur ein Teelöffel. Das ist sehr scharf. Ja, 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 ja. Da darf ich nur einen Teelöffel. Aber ein bisschen scharf soll es ja auch sein. Ja, ja. Dafür ist ja Ihres mild. Das ist sehr mild, ja. Das ist basisch und neutralisierend, glaube ich. Genau. So, so. Und dann tue ich noch ein bisschen Sojasauce. So. Na. Das wird jetzt einfach gerührt. Da brauche ich auch kein Salz. Ne? Das ist alles schon alles, also durch diese Sesam. Wegen der Sojasauce. Wegen der Sojasauce und so. So, jetzt tue ich so die Hälfte da drauf. So. Sie sind ja eigentlich Däne. Ich bin Däne, ja. Also was heißt eigentlich? Sie sind Däne. Ich bin Däne, ja. Nicht nur eigentlich. Ich will nur sagen, Sie sind jetzt aber in der ganzen Welt zu Hause. Gibt es eigentlich auch typisch dänische Sachen, die Sie noch kochen? Ja, also ich bin so aufgebracht mit Wildgerichten, und aber ob die typisch dänisch sind, weiß ich nicht. Ja. Aber sonst, die dänische Küche ist eher sehr französisch inspiriert. Ah, ja. Man macht sehr viel Fisch, also sehr viel... Ja, Fisch ist sehr berühmt. Ja, ja, sehr viel. Das, was natürlich, ich glaube, das, was am berühmtesten in Dänemark ist, ist einfach eine ganz normale Scholle. Gebraten mit Petersilienkartoffeln. Das ist absolut das. Und das esse ich auch sehr gerne, wenn ich in Dänemark bin. So, jetzt tue ich das. Ich habe da. Das ist eben einfach. Ganz simpel. Ganz simpel. Ganz simpel. Grill, den Grill, das ist ja da von oben 300 Grad. Aha. Jetzt stelle ich 9 Minuten ein. Nach 9 Minuten wende ich die dann. Nochmal 10 Minuten und dann ist fertig. Wunderbar. Bitte, jetzt ist das Feld. Jetzt werde ich einen Waldorfsalat kochen. Das ist, was ist? Waldorf. Ist das eigentlich ein amerikanisches Gericht? Ich denke, ursprünglich müsste es ja kommen vom Waldorf Astoria. Ja, Waldorf Astoria. Und das ist eigentlich, weil wenn man diese furchtbaren Dinger im Supermarkt kauft, ist da immer so viel Mayonnaise. Die fertigen, ja, die sind so viel Mayonnaise. Furchtbar. Und die kann ich eigentlich nicht essen. Und das hier ist eher, also für ein Fleischgericht, also sehr, sehr frisch dazu, weil es nur Äpfel, Sellerie, eben Trauben und ein bisschen Sauerrahm und die Walnüsse. Und die sind roh oder gekocht?
Die sind roh. Alles roh, aber gerieben dann. Ja, ja, die müssen natürlich ganz fein gerieben sein. Ja, also man könnte das auch in einer Maschine machen, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ich habe es immer so gemacht und werde es auch immer so machen, weil ich das eigentlich schön finde. Das ist natürlich auch schön, wenn man zum Beispiel, wie Sie sagen, Sie haben dann eine Wohnung, so was Leichtes auch mal, ne? Vor der Vorstellung oder so. Wie ist das? Darf man überhaupt als Sänger essen vor der Vorstellung? Ja, also ich muss essen, aber nicht was Wildes so. Aber das, man braucht Kraft, ne? Das ist ja eine die meisten unterschätzen ja, welche körperliche Leistung eine Hauptrolle ist. Also das ist wahnsinnig. Das ist sehr, sehr viel. Und man muss immer schauen, dass man nicht zu viel isst und auch nicht zu wenig isst. Man muss sehr gut aufpassen mit den Kohlenhydraten zurechtkommen. Weil ich schwitze sehr viel unter einer Vorstellung. Und man muss schauen, dass man da genug Salz und so. Aber ich meine, ich esse immer sehr viel, so, was mit Brot zu tun hat vorher. Mhm. Und nachher leider um 11 oder halb 12 geht man dann richtig. Das ist ganz ungesund, aber das ist so. Es ist herrlich. Aber es ist auch schön. Man muss doch dann auch erstmal wieder runterkommen, oder? Man ist da auch emotional man kann nicht schlafen. Adrenalinmäßig ist man doch so hoch. Ja. Das ist wie bei mir auch nach einer Sendung oder sowas. Da kann ich nicht nach Hause mich alleine hinsetzen. So, jetzt kommt das alles hier ein bisschen rein. Das war die Äpfel. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu viel. Ich koche immer zu viel, aber das ist eine meine Mutter hat das auch immer gemacht und ich habe es auch geerbt. Ja. Das ist ganz selten, dass und jetzt zu wenig einfach ist. So reibe ich einfach das Sellerie da hinein und man kann einfach schauen, wie das ist natürlich, wenn sie dann in den unterschiedlichen Ländern sind, doch sicher auch interessant, weil man auch unterschiedliche Dinge zu kaufen bekommt. Nicht? Das ist klar. Also Paris anders als Paris ist sehr anders und sehr frisch natürlich alles. Und das ist also besonders mit Gemüse zum Beispiel ist das toll. Es ist unglaublich, wenn man da für Geschäfte geht. Aber nicht nur in Paris, in den kleinsten französischen Orten. Ja, also das 4 Fischgeschäfte mit frischem Fisch, 5 Riesen, Gemüseläden, Obst, ganz. Man muss also das Merkwürdige, was auch in Amerika der Fall ist, ist, dass es so wahnsinnig viel angeboten wird, aber der Geschmack in Amerika ist anders, finde ich. Völlig. Und ich weiß nicht, was die da machen. Jetzt darf man nicht über gentechnische Sachen sagen, aber ich glaube, da wird irgendwie manipuliert mit dem Essen, weil es schmeckt anders. Ja, es schmeckt anders. Und schmeckt nicht nach so viel wie hier in Europa. Und dann natürlich dieser Wahnsinn in Amerika, dass man überhaupt keinen normalen Joghurt kriegt, nur noch diese fettlosen Sachen alles. Und dann fressen sie andere Sachen und werden doch dick, aber haben das Gefühl, sie leben ganz gesund, weil sie mageren Joghurt essen. Das ist richtig. So, ich glaube, jetzt ist das bald genug mit dem Sellerie. Schön. Also ich liebe Sellerie. Das ist das. Ja, ich habe es auch gern ein bisschen als Püree. Das ist auch ganz fantastisch. Ja, genau. Jetzt kommen dann die Trauben. Es kommen die Trauben hinein. Das ist also schön. Die geben auch ein bisschen Farbe. Die geben eine Farbe und die ist dann kernlose. Ja, und das tut man einfach hinein, so wie viel man halt haben will. Ich glaube, das reicht. Und das, was ich jetzt tue, ist ein bisschen zu konservieren, das Ganze mit Zitronensaft, weil sonst wird das so braun, das Ganze. Ja, ne? Und dann sind ein paar Zitronen gepresst hier. Mhm. Und das hat auch ein bisschen einen frischen Geschmack. Ja. Von Vitamine, aber das ist sowieso eine Vitaminbombe. Das ist eine Vitaminbombe. Ich brauche meine Hände jetzt, ich habe die schon gewaschen. In der Küche, also ohne Hände in der Küche. Ist fast unmöglich. Und das hier, jetzt kommen dann die Walnüsse hinein. Ja. Und die habe ich hier in der Tüte gelassen, weil das viel einfacher ist. Ja, wie soll man sonst machen? Ja. Ich habe mir da, normalerweise lasse ich die drinnen in der Tüte, wo man die kaufen und dann einfach zerhacken. Das ist viel. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir immer die Mühe gemacht, die so zu zerbrechen. Das dauert Stunden. Das hier ist doch viel praktischer. Das werde ich sofort übernehmen. Das hier und dann ein paar liegen lassen für wie heißt das? Dekoration. Toll. Hops, Entschuldigung. Bitte. Man muss mal schauen, was die Tüte Mein Hemd ist heute schon allerhand gewöhnt, keine Sorge. So, und das kommt alles hier rein. Mhm. Schluss. Und dann ein bisschen Sauerrahm und dann hat es sich das eigentlich. Das ist ein unglaublich simples Gericht, schmeckt aber wahnsinnig gut, finde ich. Ja. Und passt, also entweder alleine kann man es wunderbar essen. Natürlich als Vorspeise, ne? Ja, das kann Oder wir werden es nachher mit diesem Huhn zusammen essen. Und das ist ja relativ mild und das Huhn mit dieser Schärfe, mit der Leicht, ich glaube, das wird passen. Ich muss nur irgendeinen Löffel reinnehmen. So ein. Ja, das ist gut. Das ist sehr milde, das hier, sehr frisch.
Und das muss man dann, das Beste kommt natürlich, wenn man das ein bisschen kalt stehen lässt, also ein paar Stunden am Vormittag machen lassen, wenn man es am Abend isst, das ist absolut das Beste. Weil das muss auch kalt sein. Ich finde es schön, wenn es, wenn es kalt ist. Salat soll kalt sein. So. Ich mache mal ein bisschen sauber, da wo ich so gewütet habe. Ja. Nicht nur mein Hemd. So, jetzt würde ich das einmal kurz im, im Kühlschrank hineinstellen. Und dann hat sich das eigentlich alles. Wunderbar. So, dann haben wir ja jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Mal gucken, wie lange ich hier... Naja, also noch 2 Minuten. Das mache ich aber anders. Das mache ich einfach jetzt. Wende ich jetzt schon mal. Ach so, ja, das ich müsste jetzt noch 1-2 Minuten, aber das. Naja, kommt sich wahrscheinlich nicht so. Aber sieht toll aus. Ne? Das ist ja wunderbar. Und wir tun dann einfach jetzt statt 10 Minuten. Machen wir es jetzt 12, dann schlage ich die 2 Minuten drauf. Aha. Und dann wird das auch gut. So. Wunderbar. Sieht gut aus. Ne? Dann können wir uns nämlich rübersetzen, haben eine kleine Pause. Und dann machen wir eine kleine Weinprobe. Sehr gut, ja. Die Uhr stellen. Die Uhr habe ich gestellt. Kann nichts passieren. Das ist beim Wein kann man leicht vergessen. Beim Wein kann man die Hühner vergessen. Bitte schön. Dankeschön. Also Sie haben mir ja was mitgebracht. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise präsentiere ich. Aber einen habe ich dann doch auch noch von mir dazu gebracht. Und ich würde sagen, wir probieren die nebeneinander. Wunderbar, ja. Wir müssen uns jetzt nur merken, von links nach rechts, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir fangen an, 1, 2, 3, 4. 4, okay, gut, ja. Also wir fangen mit den... Und über den müssen Sie mir jetzt etwas erzählen. Den kenne ich nicht. Was haben wir gesagt? Wir zählen von rechts nach links oder von links nach rechts? Ja, das ist Trazza di Sassi. Was bedeutet so was wie steiniger Boden? Ja. Und ist ein Schweizer Rotwein? Der riecht. Ja, das. Ich stehe hier, gieße ein und rieche es bis hier oben. Das ist ein Schweizer Rotwein aus Tessin und ist ein Merlot, ein reiner hundertprozentiger Merlot. Gut. Und ist eigentlich eine lustige Geschichte bei diesem Wein da, weil ich habe mal in der Schweiz so eine Radiosendung gemacht, hier ist mein Leben oder so irgendwas. Und habe eben über Wein gesprochen und habe gesagt, ich mag sehr gerne den Schweizer Rotwein aus Tessin. Und so 2 Wochen später kam eben eine Flasche von diesen Herrn Werner Stucki, ein Winzer, und hat sich so gefreut über diese Aussage. Ja. Dann habe ich ihm ein paar CDs geschickt und dann hat er mir wieder ein paar Flaschen geschickt. Das ist doch sehr schön. So ging das hin und her. Und Sie machen ja auch viele Lieder. Ja, genau, ja. Gut, also den werden wir gleich probieren. Das ist der zweite. Das ist der italienische. Ja. Sagen Sie dazu, kennen Sie den auch? Granato kenne ich, komischerweise habe ich das in Dresden kennengelernt, was ganz merkwürdig ist. In ein wunderschönes Restaurant in Dresden, heißt Villa Maria. Ja, kenne ich. Das kennen Sie sicher auch. Ich kenne, an der Brücke. Genau, unter diesem Brauwunder, ja. Und das ist von einer Winzerfrau, was ich so interessant finde. Das ist von Elisabetta Foradori. Und das ist von einer Frau gemacht worden. Das und das finde ich ja interessant. Und wo kommt der her? Aus dem Mezzo Lombardei. Mezzo Lombardei. Ja, und das ist eine Traube, die heißt Tirol Dego, die auch nicht bekannt ist. Sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und der dritte? Der dritte war, ist der, das ist der österreichische. Ja. Das ist der österreichische von Kruzler in Südburgenland. Und ist also ein typischer österreichischer Rotwein von Feinsten, was man dort kriegen kann. Das ist ja ein bisschen wie in Deutschland. Eigentlich sind das beides Weißweinländer, klassische Weißweinländer. Aber jetzt kommen langsam einige Winzer, die sich meistens am Burgund orientieren und machen jetzt, übrigens ist eine Alfredissimo-Karaffe, eine eigene von uns. Schön, ganz stolz. So, und der letzte, da muss ich jetzt was sagen. Da müssen Sie was sagen. Jetzt tue ich die Flaschen irgendwo hier rüber vielleicht, oder? Ja, die kann man auch da hinten hinstellen, da haben wir mehr Platz. Der letzte ist ein Deutscher, wie gesagt, ein Pfälzer von einem der Spitzenwinzer für Rotwein, Knipser
auch ein guter Freund, Groß-Karlbacher Bergweg, ein Spätburgunder Auslese, trocken aus dem Barriquefass. Sehr gut. Ja. Also das sind schon Spitzenweine, allerdings sind die auch Spitzenpreise. Ja, das hängt davon ab, was man mit nicht verglichen zu Bordeaux-Weinen. Absolut. Nein, nicht. Die also sind zu, alle viel teurer und auch die Burgunder. Ja, da aber das nicht. Sind halt sehr gute Weine, die auch lange im Barriquefass waren. Ja. Und da ist viel Arbeit. Das Barriquefass muss nach 3 Jahren ausgetauscht werden. Die kostet viel Geld. Ja. Also das hat einen Grund, dass die. Das ist klar. Das ist also die ich mitgebracht habe, liegen so zwischen 35 bis 45 Mark die Flasche. Das ist so, ja. Ja. Ist das also ist der links. Erste. Wir fangen mit links. Das ist das war doch auch diese Traube. Diese, was war das? Nein, das ist ein reiner Merlot. Ah, das war der reine Merlot. Die zweite reine Merlot. Das andere war diese. Das ist Teroldego, ja. Na, klassischer Merlot, ne? Schöner Merlot. Oh. Oh, wirklich. Wunderbar. Das ist toll. Toll. Und das ist jetzt diese ungewöhnliche Traube. Teroldego, das sieht man auch an den Farben. Naja, das ist der absolute Schwarz. Fast lila schon. Ja, fast lila schwarz. Ja. Und ist ein kräftiger Wein und müsste vielleicht noch ein paar Jahre. Ja, und die sind alle jung. Ja. Der Pfälzer ist sogar 97, die sie gebracht haben, 96. Ja. Sehr jung. Mm. Oh, ist ein kräftiger Wein, aber ein eigenartiger Geschmack. Sehr. Ein bisschen schokoladig, ganz leicht. Ist schön. Sehr schön. Und jetzt kommt, der Österreicher. Der Österreicher, ja. Und was war das? Das war ein Blaufränkisch. Blaufränkisch mit Cabernet. Mit Cabernet. Aber alles sind, das müssen wir auch sagen, alles sind Barriqueweine. Ja. Sämtliche. Ja, also das hat eine ganz besondere Nase, diese. Ja. Toll. Würde man nicht auf die Idee kommen, ein Österreicher? Nein, wollte ich gerade sagen. Also das, was ich mitgebracht habe, ist so untypisch für alle Länder, finde ich. Und das ist das Schöne dabei. Und der erste war ja der Schweizer, ja, der war auch. Ja. Toll. Jetzt kommt der Deutsche. Ja, das riecht man. Das ist. Aber ist das vom Pinot Noir, also vom Weißburgunder, oder vom Rot, Spätburgunder. Naja. Schön. Aber wenn man auch nicht auf die Idee kommt, dass es ein deutscher Wein ist. Das Image ist ja immer noch, hängt in allen an, in Österreich mit dem Skandal. Ja, leider. Und in Deutschland, in Österreich immer diese 2-Liter-Flaschen, diese billigen. Ja, diese Doppler. Ja, Doppler. Ja, und in Deutschland diese Rotweine, das war ja. Ach, das ist erst seit Jahren haben die sich wirklich. Also der macht den wie ein Burgunder in französischer. Ja, und ich glaube, man muss jetzt andere Richtungen finden, weil man kann nicht, wenn man nur französische Weine kaufen, die sind einfach zu teuer. Nein, nicht nur die Burgunder, auch die, ja. Nicht nur die Bordeaux, die sowieso, ja, aber auch die Burgunder sind wahnsinnig. Die sind so teuer geworden und deswegen finde ich, also, weil ich auch zum Teil natürlich in all diesen Ländern lebe, ja. Ist es schön, dass man, ich versuche immer, wo ich bin, den Wein dort zu trinken und nicht, wenn ich in Amerika bin, französischen Wein zu trinken. Das ist ja absolut Blödsinn. Wobei in Frankreich würde man nie amerikanischen kriegen, sondern die haben immer eigene. In Italien auch. Ja, gut. Überwiegend. Das ist schwierig. Also ich war selten in einem italienischen Restaurant in Italien und habe dort irgendeinen Amerikaner oder einen Chilenen oder so gefunden. Das ist richtig, ja. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, die haben natürlich auch gute Rote, die Amerikaner jetzt auch. Oh, absolut. Aber wir hatten natürlich das nicht, die Deutschen. Nein. Und deswegen hat man hier eben die Franzosen so. Aber mehr und mehr haben wir unsere eigenen wunderbaren Land. Weiß sowieso. Ja. Österreich und. Ah. Ja, aber das ist eben das Untypische dabei. Auch für die Schweiz würde man sagen, den weißen Wein, den Fondant. Oder das weiß jeder. Ja, das weiß jeder. Aber für Rotwein ist es halt ein bisschen anders. Sie haben doch in Dänemark sicher eher Bier und ja. Sowas getrunken. Wie sind Sie zum Wein gestoßen? Ja, das ist eher per Zufall. Erst wenn ich nach Österreich gekommen bin, habe ich angefangen mit Wein und eben den weißen Wein. Und ich habe zu meinem Mann war das, wo ich. Sie waren doch zuerst
ziemlich lang, ein paar Jahre an der Volksoper. Ich war an der Volksoper in Wien, war ich engagiert, war ich 5 Jahre fest engagiert. Ja. Und das war eine gute Zeit für mich, wo man alles lernt und wo man alles wirklich vom Grund aufbaut. Aber da habe ich eben auch Zeit gehabt, was ich ja leider nicht mehr habe, rauszufahren zu den Winzern und alles zu probieren. Sie haben nur da gesungen, nur in Wien? Ich durfte, es war, wo Eberhard Wächter noch lebendig war. Und ich durfte nirgendwo hin. Er wollte mich partout da dort behalten, weil das war klug und das war gut. Das war besser für sich natürlich. Ja, aber ich bin dann, herumgereist und ich habe sogar bei Winzerfreunden außerhalb von Wien eine Stunde in Feuersbrunn mein eigenes Fass stehen. Und nee, jetzt? Ja, ja, also nur Weißwein. Ich kriege dann jedes Jahr 400 Flaschen Weißwein. Was reicht? Also die sind zuerst im Fass und werden dann auf Flaschen gezogen. Mhm. Und was ist das für eine Traube? Es ist meistens Rheinriesling. Rheinriesling. Ja, was so die normale. Ja, ich gehe mal ganz kurz und schau mal, was mein Huhn macht. Denn das ist so interessant, mit Ihnen über Wein zu sprechen, dass ich. Na, wenn es klingelt. Ja, drei Minuten, 4 Minuten, dann ist es genau perfekt. Und dann nehmen wir einen dazu, nehmen wir einen mit. Es ist zwar Huhn, da trinkt man normalerweise Weißen, aber ich bin da auch nicht so, oder? Ich trinke auch in Frankreich, so Fisch trinke ich auch Rotwein. Also, zum Beispiel dieser hier, der wäre gut dazu, weil er sehr fruchtig ist. Der genau, passen, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Und vorher probieren wir noch die anderen. Der deutsche Spätburgunder, das ist auch so der leichteste von den Weinen hier. Ja, der ist der leichteste. Mhm. Das ist Wunder. Der wäre vielleicht für dieses Gericht ein bisschen schwer. Mhm. Aber das ist zu früh, das müsste man vielleicht noch ein paar Jahre. Ja, wir kommen in ein paar Jahren wieder, dann trinken wir den gleichen. Genau, wobei die ganzen Winzer, selbst Bordeaux, wie ich auch mir habe sagen lassen, bemühen sich ja jetzt, Weine zu machen, die man jung trinken kann, weil die Leute ja nicht mehr wie früher große Mengen kaufen, in den Keller legen und so. Und viele Menschen sind ja jetzt überhaupt erst ans Weintrinken gekommen. Ja. Das heißt, die haben gar keine alten im Keller liegen. Klar. Und klar. Sich jetzt welchen zu kaufen und dann zu warten, das hält niemand aus. Ne? Ja, das ist, schreibt man die Einladung jetzt um 15 Jahren, dann kriegen sie einen guten Wein, das geht nicht. Nein, wunderbar. Ja. Es ist schon was Schönes, Wein. Das ist ganz was Schönes. Ganz was Schönes. Also ich bin ja auch relativ spät im Leben, sozusagen, habe ich den Wein für mich entdeckt und bin jetzt seither auch eine Leidenschaft geworden. Und da ich keine harten Sachen trinke, ist das auch ganz okay. Was ich immer schlimm finde, ist, wenn man dann danach noch mal ein paar Cognacs und Schnäpse und so, das geht richtig in den Kopf. Und dann spüre ich auch am nächsten Tag, wenn ich gute Weine getrunken habe, ganz sauber. Nein, also seit Jahren keinen schweren Kopf mehr. Ja, ja. Ich würde sagen, wir nehmen den mit, Spätburgunder, und gehen langsam rüber. Und könnten ja schon mal, hatten Sie jetzt nicht auch noch einen Waldorf vorher gemacht, der ein bisschen gezogen hat? Ja. Ich habe einen, wo ich angekommen bin, habe ich eins gemacht. Genau, und den könnten wir nämlich jetzt schon langsam. Den werde ich jetzt nur ein bisschen schmücken mit Ich darf die Sachen doch wegtun hier, ne? Ja, danke. Ja, das müsste ich ja eigentlich auch machen. Na, das ist. Wir machen Teamwork. Ja, das ist nett. So, das kommt dann in ein Glas. Ja, das ist schöner. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja. Also das hat ein paar Stunden im Kühlschrank gestanden. Und das hat jetzt gezogen. Ist ein bisschen kalt geworden. Toll. Und da müsste man einfach nur schauen, dass es ein bisschen. Ich bringe auch schon mal die Teller. Dass es ein bisschen schön aussieht. Na, jetzt bräuchte ich nur die Nüsse, die sind also da. Die ja, das hier, weil ich das zum Dekorieren. Damit das ein bisschen schöner aussieht. Ja. Dann legt man das einfach so ein bisschen drauf. Damit man eine Ahnung hat, was man isst. Eine Minütchen warte ich noch, bis es klingelt. Wunderbar. Ach, na. Da ist es ja. Da ist es. Das sieht doch schön aus, ne? Das könnte man ja fast nicht. Ja. Das sieht doch herrlich aus. So. Das sieht toll aus jetzt. Ne? Wunderbar. Nur sehr heiß. Ja, aber gut, das ist ja meistens so. Könnten wir das hier vielleicht ein bisschen wegtun auch.
So. Gucken wir mal. Ja. Ja, 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 das ist alles. Sieht ja super aus. Ne? Ne? Ja, wunderbar. So. Ich nehme das, ein bisschen brauner. So. So. Ich glaube, drei reichen. Ja, wunderbar. Und ich tue noch ein bisschen. Mach noch einen Löffel für den. So, ein bisschen Salat dazu, ja. Salat dazu. Tauschen wir noch einmal. Wunderbar. Bitte schön. Na. Sieht doch wunderbar aus. Ja. So. Ich hab sie ja hier in Köln in Billy Bab zum ersten Mal bewusst gesehen, dann später noch mal in Eugen Onegin. Ja, aber genau. Die Billy Bab-Aufführung, die war fantastisch. Ja, die machen wir zum Glück nächstes Jahr wieder in Wien. Ach, ja, das toll. Aber das muss dann auch Schluss sein. Blüten. Dann bin ich bald zu alt dafür. Ne? Ja, Junge, hör mal. Ja. So, na dann probieren wir mal. Ja, bin ich gespannt. Das passt tatsächlich sehr gut zusammen. Perfekt. Hervorragend. Perfekt. Wirklich super. Perfekt. Und ist nicht zu scharf auch nicht. Nee. Das ist schön. Weil sonst könnte man ja keinen Wein dazu trinken. Das ist ja, muss man immer aufpassen, dass man es nicht so scharf macht. Die asiatische Küche kommt aus einem Teil der Welt, wo kein Wein wächst. Und ja. Deswegen hat die diese ganzen scharfen Sachen. Ah ja. Bei uns wäre das gar nicht möglich. Na, aber das hat keinen Sinn, Wein zu trinken dazu. Ja, dann können wir einen grünen Tee oder irgendwas. Ja, das ist ja okay. Das, ja. Ja, wunderbar. Eine gute Co-Produktion. Wunderbar. Ja. Schön. Danke.